rätst nie, was passt. Ich hatte den Admiral. Ich hatte ihn an der Leine, aber dann kamen die verdammten Peggys aus dem Nichts. Ich habe einem was auf die Nase gegeben und bin abgehauen, aber meine Hand ist verletzt. Kann kaum die Rute halten. Jetzt musst du ran. Geh da raus und wirf deine Leine aus, bevor der Admiral davonschwimmt. Komm schon, ich brauch das Preisgeld. Lass mich nicht hängen. Ja, na klar muss ich das machen. Wir sind so krass. Wer soll's sonst machen, außer wir? Oh, moin. Scheiße, bin ich ins Wasser gefallen. Danke. Ich glaube, so langsam kapiere ich das alles. Tschüdelü. Mach dich bereit. Jetzt wird gemetzelt. Ziehen wir es durch. Jess. Bist du der Admiral? Alter, der lässt sich hier überhaupt nicht. Scheiße. Angel nach dem Admiral. Scheiße! Ich will den Admiral haben und nicht nach dem Admiral fangen. Oh, das wird aber schwer, wenn man den nur einmal an der Angel haben darf.
weiß nicht mehr, wie man abbremst hier im Flugzeug. Egal, wir haben ja gelandet. Ja, es ist der Admiral. Oh mein Gott, oh mein Gott! Du machst ihn müde, weiter so! Ja, hör auf, immer das Gleiche zu sagen. Weißt du was, ihr beiden? Oder du stellst dich mal dahin und hältst mir den Rücken frei. Während ich den Admiral fange und meine Angelmusik abspiele. Krampf. Schlimmer als das Schnicksel. We'll be right back.
Danke, ich hab ihn nach, weiß ich nicht, 30 Minuten oder so, ich hab den scheiß Admiral. Oh. Jetzt kann ich auch erstmal keine Angelquest mehr sehen, ey, ganz ehrlich. Oh, schön. Ja, ich helfe dir schon. Aber mehr zu sagen als super, du hast ihn, komm zurück. Hat die Alte auch nie, oder? Mal sehen. Weder gibt jetzt nicht mehr als $5,000.
auch immer der gerade geschossen hat. Wer schießt da? Das ist doch total krank! Kuckuck entdeckt! Ich glaub's nicht. Alle haben versucht, den Admiral zu fangen, schon seit bevor ich geboren wurde. Drubman wird sich nur ungern von der Kohle trennen, aber ich kann's kaum erwarten, das hier alles hinter mir zu lassen. Wie einen bösen Traum. Ich könnte vor Freude heulen. Aber das mache ich nicht, weil, naja, du hast mir und Dylan das Leben gerettet, Deputy. Ich weiß nicht, wie ich dir jemals danken kann. Pass auf dich auf. Ich rücke vor. Lach nicht so behindert. Was? Du hast 1450? Nee, dafür. Und du hältst die Schnauze, bist jetzt Freund oder was?